Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Expedition Zero oder wie ich es am besten beschreiben möchte. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Nachdem in der letzten Folge ja so viel Action war und das Spiel sogar abgestürzt ist, warum auch immer. Wie gesagt, es ist noch eine Demo. Es soll rauskommen. Ich hoffe natürlich, das wird in der Vollversion gefixt oder so, wenn ich sie bekomme. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ob ich es mir kaufen, Dings oder so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, es macht eine Menge Laune. Wo geht's denn hier hin eigentlich? Okay, Plasma-Cutter. Können wir reisen? Wir wollten ja nochmal zur Farm, ne? Ja. Den Motor lasse ich mal hier. Jetzt wird wahrscheinlich der Sturm wieder aufziehen, gehe ich mal ganz schock von aus, ne? Oder? Hallo? Ja? Spiel? Ich glaube, das Spiel hat sich nochmal aufgehangen. Ja, hey! Wie gut! Ich glaube, das Spiel mag nicht. Keine Rückmeldung. Ah, lass, sag bloß. Ich starte nochmal eben. Das ist ja ein toller Folgenstart. So, ich hätte vielleicht von vornherein, obwohl es lief ja eigentlich. Da ist auf jeden Fall noch verbesserungsbedürftig, das Spiel. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, Continue Game. Wo sind wir? Okay, wir sind zu Hause. Muss ich schlafen? Ich schlaf einmal. Ja, möchte ich. Ja. Nein, ich möchte nicht schlafen. Vielleicht haben wir schon geschlafen. Ich bin mir nicht sicher. So, ich versuche mal zu traveln. Nochmal. Also, Farm. Farm. Maschinenpart. Okay. Repair. Ich lasse Rope with Motor. Haben wir zweimal jetzt? Moment. Warte mal. Einen Moment, ich checke mal eben, wieso haben wir zweimal Rope mit Motor? Oder kann es... Oh, warte mal. Okay, das ist das. Hä, wieso haben wir... Ich guck mal im Inventar, aber ich glaube, eigentlich haben wir... Gut. Rope with Motor. Nee. Ich sehe nur einmal Rope with Motor. Wieso hat er mir denn zweimal das angezeigt? Wahrscheinlich noch ein bisschen buggy. Ich bin mir nicht sicher. Weiß gar nicht, wie viel wir hier reinladen können. Und vor allen Dingen, haben wir eigentlich jetzt genug Komponenten? Zum Craften? Nein, da fehlt uns immer noch irgendwas. Plasma-Cutter. Ah, Plasma-Cutter. Oh, cool. Wir können ein Reparatur-Kit. Doch, warte mal. Construct. Hier unten wird es jetzt constructed. Ping. Und ein Plasma-Cutter. Ja, nice. Guck mal, was wir brauchen. Plasma-Head. Contactor. Okay, Transformer 12 Volt. Alles klar. So, das heißt also, theoretischerweise können wir jetzt hier den Motor reparieren. Und ist fertig. Ja, nice. Das heißt, wir können jetzt in die Mine. Ohohoho, ich will da aber nicht hin. Kann ich speichern? Ich würde mal einmal eben schnell speichern. Kann ich gar nicht. Okay. Also speichert das Spiel alleine. Verstehe ich das richtig? Prepare. Rope with Motor. Ich weiß nicht, warum wir da unten auch nochmal Rope with Motor drin haben. Nehme ich mal beides mit. Aha. A large storm is incoming. Extremely cold.
Ich mach direkt den Generator, ne? Shit. Ich weiß gar nicht, woher der kommt. Oder kommt er von hier? Dann habe ich ein Problem. Das war keine gute Idee. Hallo? Hallo? Das war keine gute Idee. Ich frage mich, wieso ich mich nicht selber hören kann. Ist auch wieder irgendwas im Argen mit dem... Entschuldigung. Was mit... Oh Gott, ist das furchtbar. Befeucht er mich? Hallo? Okay, der tut mir aber, glaube ich, nichts. Also ich bin mir nicht sicher. Alter, ist das gruselig. Ich habe Gänsehaut. Was macht der hier unten? Verfolgt er uns? Der verfolgt uns. Lass das. Ich mag das nicht. Das ist gruselig. Geh weg. Geh weg. Okay, der ist aber schüchtern. Aber trotzdem, ich mag das nicht. Der soll weggehen. Lass das. Ich folge dem Kabel. Hier ist ein... Geh weg. Lass das. Geh weg, habe ich dir gesagt. Lass mich. Was spiele ich hier eigentlich? Ich bin doch so klein, lass mich! Und er soll mich aufhören zu verfolgen. Das ist gruselig. Oh, ich weiß, wo wir sind. Hau ab, Mann! Papa! Saved child, but our family is dead. Toll, aber wenn der jetzt runterkommt... You earn 20 Discovery Points. Okay, wir haben den gerettet. Kann ich die Tür wieder zumachen? Oh Gott. Das ist also hier die Bunkertür gewesen, die zu war. Aber wer sitzt da auf dem Stuhl, der uns angegriffen hat? Der war ja auch furchtbar eklig. Ich will hier gar nichts abbauen. Das hört er doch, oder? Und vor allem ist jetzt die Tür offen. Ich bin mir nicht sicher, ob der über uns ist. Ich bin nicht da. Nee, nee, ich baue hier gar nichts ab. Alles gut. Du hast dich nur verhört. Aber was ist mit ihm, ey? Wieso greift er uns an? Können wir da irgendwie an sein Buch da dran? Von hier aus vielleicht? Oder was auch immer das ist? Saint Incorruptibles will be resurrected and walk on earth until, so naive, we all were. Was spiele ich hier eigentlich? It seems I need to power. Ja, wir haben doch Power gemacht, oder nicht?
Ich frage mich, verschwindet der irgendwann? Nehmen wir das alles mal mit, ne? Weil wir können ja nicht zurückreisen, solange der Sturm ist. Und solange das Vieh ja da ist anscheinend. Aber das war doch der Generator hier, das gelbe Kabel, ne? Hier kommen wir wieder nach oben. Wenn wir wollen. Fliege ich glatt mal durchs Haus, weil ich so mir in die Hose pinkel. Oh Gott, was ist das denn? Wer sah ein bisschen aus wie Martha von Outlast 2. Okay, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Plasma-Cutter. Haben wir denn irgendwas jetzt behalten vom Inventar? Anscheinend schon, so ein bisschen. Und wir kriegen so langsam Hunger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Spiel? Ja, Rope with Motor haben wir ja sowieso schon. Ist ja fertig. Was brauchen wir denn jetzt für den Plasma-Cutter? Plasma-Head, Kontaktor und Transformer 12 Volt. Captactor, Kontaktor da unten, aber not enough coils. Was brauchen wir denn dafür? Lass mal gucken. 40 und 60 cm Polymer-Coil und Metal-Coil. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das herbekommen. Da müssen wir mal schauen. Würde mich hier nochmal ein bisschen hier bei mir beim Shelter umgucken. Da wir ja wissen, da wir jetzt auch Sachen abbauen können. I could get to the antenna with this. It's the last thing I can do. Screwdriver? Sie ist Tools, sie ist Parts. Okay, wir brauchen einen Schraubenzieher. Hammer haben wir. Pliers. Weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Diesel und Electric Motor. Dann können wir das Vehikel reparieren. Ja, nice. Wahrscheinlich können wir damit schneller reisen, schätze ich mal. Damit wir schneller durch den Sturm kommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Wo geht's denn hier hin? A strange cave. Kommen wir aber nicht rein. Gott, puh, Gott sei Dank, ich dachte schon. Gott sei Dank. Okay. Lass uns noch ein bisschen umschauen. Wie gut, dass hier der Generator einfach rund um die Uhr läuft, das ist schon mal super. Metal Scrap brauchen wir auch. Ich nehme alles mit, was wir brauchen, ne? Gut, jetzt haben wir schon mal... Irgendwie kann ich da nichts reinlegen. Ich weiß nicht, wofür die Kisten sind. Aber jetzt wissen wir schon mal, womit wir es zu tun haben in der Welt. Das wird ja lustig. So. Achso, und bevor jetzt die Fragen aufkommen, ja, ich dachte mir, komm, machst du mal ein Horror-Game als Let's Play? Ich weiß nicht, warum ich das mache. Keine Ahnung. Anstatt mal im Stream oder so und mal neben Brief Edge vielleicht auch noch ein bisschen was anderes zu haben auf dem Channel oder so. Muss ich übrigens auch noch aufnehmen, fällt mir gerade ein. Aber gut. It's always better to barricade. Ah, okay. Ja, das haben wir ja schon rausgefunden, dass es besser ist, wenn man Barrikaden aufbaut.
Jetzt haben wir aber hier, glaube ich, soweit alles gelootet, ne? Oder? Oder gibt es hier noch irgendwie... noch irgendwas hier zum Sammeln? Was ist da? Wo geht's hier hin? Ah, okay. Hier können wir also auch reisen, wenn wir wollen. Aber so Tag- und Nachtwechsel gibt's anscheinend nicht. Also glaube ich jetzt mal. Bin mir nicht sicher. Können wir auch übers Eis laufen? Anscheinend nicht. Okay. Dabei, dass die Folge noch so komisch anfing mit dem, dass das Spiel nicht startet oder beziehungsweise dass es nicht richtig funktioniert, geht's jetzt doch wieder. Okay. Das können wir noch abarbeiten, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. So. My question. Der Hunger macht mir auch ein bisschen Sorgen, ne? Diese komischen Geräusche sogar bei mir in der Hütte. Voll cool mit der Batterie aufladen. Finde ich echt nice. So, gibt's hier noch was zum Looten bei uns im Haus? Da ist noch was. Ich frage mich, ob man sich später hier noch ein bisschen, ja, noch mehr einrichten kann. Sprich, andere Gegenstände. Aber hier können wir uns auch verstecken, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte erst, der kommt hier auch noch bei uns an so einem Shelter vorbei. Dann kündige ich aber. Ach, guck mal hier. Scrap Metal oder Universal Metal. Wire. Jede Utensilie, die wir kriegen, nehmen wir mit. Weil das können wir ja anscheinend gebrauchen. Oh, Fuel. Diesel. Nice. Für, gut, ist wie gesagt jetzt... Ist jetzt wie gesagt die Demo. Ich weiß nicht, ob wir noch andere Orte bereisen können in der Demo. Aber ich schätze, viel wird es nicht geben. Weil, wie gesagt, ist ja noch eine Demo. Und Fuel wollte ich gesagt haben. Ja, Fuel werden wir ja anscheinend dann jetzt für das Snowmobil haben. Weißt du, was es ist? Egal, ob ich nehme es mit. So, hier sollen wir die Barrikade auf jeden Fall dran lassen. Wir sind denn die Gentlemen? Mhm, okay. Ein Haufen Stroh. Warum liegt hier Stroh rum? Und warum hast du eine Maske auf? Okay, die Tür können wir nicht schließen. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was gesammelt. Kann ich jetzt... Nailspack, Plasma... Oh, warte mal, Plasma-Head können wir herstellen. Sehe ich gerade. Hier, ein Plasma-Head. Ein Transformator. Print. Das ging schnell. Transformator. Screwschrauben. Wire. Wir brauchen auf jeden Fall noch... den Kontaktor brauchen wir noch. Was heißt das hier links? Add scraps from inventory. Aber was passiert dann? Ach so, dann stellt er hier die Sachen her, oder was? Also hier ist jetzt... Okay. Bin mir nicht genau sicher, wie das ganze System funktioniert. Da muss ich mich auch erstmal ein bisschen reinfuchsen. Aber den Transformator würde ich gerne herstellen. Unit Scraps, Metal Scraps und Plastic Scraps. Ist ein bisschen wie eine Schmiede, glaube ich, würde ich jetzt behaupten. Okay, der ist da auf jeden Fall irgendwas am Herstellen. Lass mal gucken. Was brauchen wir denn dafür jetzt noch? Ein Kontaktor. Okay, dann hätten wir den Plasma-Cutter. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo wir diesen Kontaktor herbekommen. Das ist nur das Crafting-Table. Was können wir hier noch machen? Ach so, hier können wir... Research ist quasi, wo wir die Blaupausen dann kriegen mit den Punkten.
Das heißt, Discovery-Punkte sind Erkundungspunkte. Elektrikmotor. Ja, nice, haben wir jetzt. Jetzt können wir einen Elektrikmotor herstellen. Ach, du Heiliger, was der alles braucht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen erst discovern. Verstehe. Aber Hunger wäre halt noch interessant zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Das können wir, glaube ich, am besten in der nächsten Folge, glaube ich, machen, oder? Mal schauen, wie es weitergeht. Kann ich schlafen? Ja, ich schlafe mal eine Runde. Keine Albträume, Gott sei Dank. Haben wir eine neue Nachricht? Nein. Ich frage mich, von wem wir die neue Nachricht vor allem bekommen haben. In der, ich glaube, ersten Folge war es. So, was hat er hier? Was stellt er denn jetzt noch her? Ach, hier unten, Plastik, okay. 44 zu Prozess. Okay, alles klar. Ja, da bin ich mal gespannt. Metal Coils? Ah, hier die Coil. Ah, okay, hier stellt er die Coils dann her. Jetzt können wir den herstellen. Ah. Jetzt verstehe ich. Das heißt, mit den ganzen Scraps, die wir hier bekommen ins Inventar, so wie hier zum Beispiel, die Plastic Scraps, erstellt er hier quasi wie so eine Schmelze, also den Coil von der Länge her, zentimetermäßig jetzt. So. Und dementsprechend kann man dann hier sehen, wie viel was braucht. Also zum Beispiel hier der Contractor jetzt braucht der Metal Coil 40 cm und Polymer 60. Ach so. Und jetzt stellt er den her. Das heißt, wir können gleich einen Plasmaschneider herstellen und können dann unten in unserem Keller gehen. Mal gucken, was da ist. Oder die blaue Tür öffnen. Das machen wir jetzt mal. Also das machen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Definitiv. So. Ich muss die Folgen auch noch hochladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich glaube, ich werde erstmal nur 3 Folgen aufnehmen, so im Schnitt. 3 oder 4, weißt du jetzt noch nicht, bin mir noch nicht sicher. Und mal gucken, wie es auch so bei euch ankommt, ob es interessant ist. Wie gesagt, ist ja nur eine Demo. Ich weiß noch nicht, ob ich die Vollversion bekomme. Aber eigentlich, also Tiny Build hat mir bisher immer irgendwie die Spiele zukommen lassen. Ich weiß nicht warum, aber vielen, vielen Dank nochmal an Tiny Build. Dankeschön. Das ist sehr nett. So. Okay, Plasma Cutter. Nice. Können wir herstellen. Construct. So. Da geht der Balken durch. Zack. Haben wir. Wir haben einen Plasma Cutter. Das heißt, wir können theoretischerweise jetzt einfach die blaue Tür öffnen, oder was? Die hier zum Lift. Weiß nicht, ob es in der Vollversion dann... Ich weiß nicht, ob es in der Vollversion dann irgendwann Animationen dafür gibt oder so. I completely forgot about this one. So young. Oha. Wieso haben wir so einen Killer? Okay, ich reiß erstmal ab. Alles, was wir brauchen, nehme ich mit. So. Sonst irgendwas? Nö. Wo geht's hier hin? Was ist das hier? Tools, Items. Haben wir doch. Maschinenparts haben wir doch, oder? None im Inventory? Okay, Moment. Ich meine, Maschinenparts haben wir. Der Hunger macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich tatsächlich sagen. Equipped. Okay. Das packe ich mal. Maschinen-Repair-Kit. Aber Maschinenparts, Transformator. Schön, dass auch steht, dass es equipped ist. Oh, warte mal. Wo ist der jetzt hin? Verdammt, wo ist der Plasma Cutter? Da. Hm.
Machine Repair Kit haben wir, glaube ich, nur, ne? Ich glaube nicht, dass wir Maschinenteile haben schon. Maschinen. Nails. Nein, Maschinenteile haben wir doch noch nicht. Okay, damit könnten wir wahrscheinlich den Fahrstuhl reparieren. Haben wir also noch nicht. Aber interessant, dass wir einen Fahrstuhl im Keller haben. Wahrscheinlich können wir dann damit fahren, wenn wir das hier reparieren. Das sieht aus, als wäre das der Motor für den Fahrstuhl. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr interessant, dieses Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns in dem Keller eigentlich erwartet. Wir haben ja draußen noch einen Keller, den wir öffnen können. Das machen wir auch noch. So. Das wäre hier, ne? Das ging auch nur mit dem Plasma-Cutter. So, offen. Hallo? Schon wieder ein Keller. Erstmal nehmen wir die Teile weg. So. Dann haben wir das. Das sieht aus wie ein Storage-Raum. Oben läuft der Ofen immer noch. The family we relocated from here. All dead. Okay, die ganze Familie ist also tot. Das heißt, wir leben wahrscheinlich... Ich schätze, wir leben wahrscheinlich schon ein bisschen länger hier dann anscheinend. Bestimmt können wir... Oh nein, I need a crowbar. Verdammt. Device Frame. Mhm. Okay, wir haben ein Rotor, ein Device Frame gefunden. Wofür auch immer der sein mag. Wir werden es wahrscheinlich irgendwann rausfinden. Okay, hier unten haben wir anscheinend noch irgendwie so eine Art Storage. Weiß nicht, ob wir das irgendwann ausbauen können. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Gut. Ich würde sagen, wir haben einiges gesehen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir so langsam unseren Hunger zum Stillen bekommen. Und dann werden wir uns darum erstmal kümmern. Kann ich denn hier Items? Nee. Wo stelle ich denn jetzt? Ah, hier war das, ne? Nee, Repair Tools, Crowbar. Da brauchen wir wieder ein Repair Kit. Alles klar, okay. Ja, würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir irgendwie den Hunger besiegt bekommen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Denn ich denke, wir werden nochmal Richtung Farm gehen. Das wird, glaube ich, nicht lustig. Aber funny. Also, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.